mich einfach nicht dran gewöhnt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wieder an der Mütze erkennen könnt, wird es wieder ein weihnachtliches Video, denn Weihnachten steht kurz vor der Tür. Und weil sich viele von euch unter meinem letzten 24-Stunden-Challenge einen Tag lang nur Weihnachtsessen essen, so viele haben sich da gewünscht, dass ich einen zweiten Teil davon drehe. Und dieser kommt heute, ein paar Tage vor Weihnachten. Genau, ich habe nämlich noch ganz, ganz viele Sachen letztes Mal gesehen, die ich noch unbedingt probieren muss und die noch nicht in das Video reingepasst haben. Deswegen kommt heute ein zweiter Teil. Und sozusagen, ich werde heute für einen Tag lang wieder nur Winter-styled Essen. Und Leute, wie gesagt, die Limited Editions im Winter sind einfach immer richtig geil. Und ich habe heute auch wieder richtig coole Sachen, die ich mit euch zusammen essen werde. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr am Winter am liebsten mögt. Bei mir ist es, glaube ich, die Limited Editions und so dieses cozy Feeling, so abends mit so einem Tee im Bett liegen mit Kuschelsocken und draußen ist es halt so kalt und so und irgendwie ist das so ein schönes Gefühl. Also das sind so meine two favorites im Winter. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr im Winter am liebsten mögt und welches Winterfood ihr am liebsten mögt und was ich vielleicht auch noch unbedingt mal probieren muss im Winter. Genau, ich würde sagen, ich rede nicht wieder weiter um den heißen Brei drumherum, sondern starte mit der ersten Mahlzeit und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Leute, ein super, super leckeres Frühstück. Oh mein Gott, erstmal ein Apfel mit Zimt bestreut ist einfach, glaube ich, eine mit der besten weihnachtlichen Kombos ever. Und dann war ich bei Aldi, regelt, und da habe ich mir so ein richtig geiles Winterbrot geholt. Das war mit so Nüssen und Früchten und zimtlichen Gewürzen. Das war super, super lecker, wirklich. Ich habe da noch tagelang von gegessen, das war so, so geil. Und genau, dann hatte ich noch so ein Vanillejoghurt mit Zimt Crispies. Auch richtig weihnachtlich und richtig, richtig lecker. Bezüglich des Brotes wollte ich noch sagen, dass ich das ja einmal mit Marmelade und Frischkäse bestrichen habe. Das war auch richtig geil. Und die Marmelade, das war so eine Zimt-Flaummarmelade von meiner Oma selbst gemacht. Auch sehr weihnachtlich. Und die eine Hälfte habe ich dann auch, oder die eine Scheibe habe ich dann auch mit so einem Spekulatius-Aufstrich bestrichen. Und diese Kombi aus diesem Brot und dem Spekulatius-Aufstrich war einfach nur Bombe, wirklich. Und Tee darf natürlich auch nicht fehlen. Ich glaube, ich bin ein Teesuchti im Moment, gerade im Winter. Ich trinke so viel Tee. Also ist wirklich unnormal. Da könnt ihr auch mal kein Close-Up von dem Brot sehen. Da, wie gesagt, mit Frischkäse und der zimtigen Marmelade. Und der gleich nochmal mit diesem crunchy Spekulatius-Aufstrich. Der ist übrigens von Penny gewesen. Da könnt ihr jetzt mal sehen. Mega. Genau, der ist von Penny gewesen. Ist schon ein bisschen her, als ich den gekauft habe. Aber falls ihr den nochmal seht, haltet die Augen offen, nehmt ihn mit und genießt das auf so einem geilen Brot, wie ich das da gemacht habe.
Leute, es ist Lunchtime und da habe ich mir was richtig Cooles gekauft. Und zwar, was wäre Winter ohne Rosenkohl und Maronen? Und Leute, ihr glaubt nicht, was es gerade bei Lidl gibt. Und zwar beides in einem. Und zwar diesen Rosenkohl mit Maronenmix. Das sind 500 Gramm. Und da werde ich mir einfach die ganze Packung in der Mikrowelle garen. Das Ganze würzen, noch mit ein paar, mit ein bisschen Soße, träufeln. Irgendwie so. Dazu gibt es aber auch noch was von diesem richtig geilen Brot, Leute. Dieses Brot ist absolut geil. Die Nüsse, die Früchte, diese Gewürze, das ist echt ein Traum, wirklich. Also noch was von diesem Brot. Und auf diesem Brot werde ich dann, ich wusste gar nicht, dass das im Winter so ein Trend ist, so Käse so eine Käseplatte irgendwie an Weihnachten zum Beispiel auch zu machen. Deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Ball oder so ein, wie sagt man, steht da? Und so eine Rolle Ziegenkäse oder so ein Weichkäse an mir geholt. Das werde ich auf das Brot draufpacken und genau da auch den ganzen nehmen. Und genau, das mache ich mir jetzt und zeige euch dir gleich, wie das aussieht. Ich glaube, das, was ich jetzt esse, ist halt echt, entweder man mag es oder man hasst es. Also gerade diesen Käse oder so, diesen Weichkäse, diesen Brie-artig. Entweder man mag es oder man hasst es so. Und Rosenkohl vor allem. Vor allem diese Big Bowl einfach. Aber entweder, wie gesagt, man mag es oder man hasst es. Und ich liebe beides. Also, Shoutout an alle, die es auch lieben. Das ist so geil. Dieses Brot hat ja durch die Früchte hier drin, so die Nüsse, schon so was Leichtes, Süßlich-Herbliches. Und dann mit dem Käse zusammen, das ist richtig geil. Also wirklich mega Kombo, mega. Weihnachten ist das Fest der Liebe, des Zusammenseins und des Genießens. Leute, lasst euch euer Weihnachtsfest nicht von dieser Stimme versauen. Ihr habt es in der Hand. Ihr seid stärker als diese Stimme. Ihr müsst es nur wollen. Kämpft dagegen an, zeigt ihr, wer ihr seid und zeigt ihr, dass das Leben so viel mehr ist als nur Zahlen und Kontrolle. Ihr könnt das, ihr macht das und macht dieses Weihnachten zu den besten Weihnachten in eurem Leben. Und versucht es bei jedem Weihnachtsfest. Versucht aus jedem Weihnachtsfest das beste Weihnachtsfest in eurem Leben zu machen. Meinen Snack habe ich bei McDonald's geholt und zwar gibt es da im Moment ein McSundae mit Apfel-Zimt-Soße, sehr weihnachtlich. Und dann gibt es bei McDonald's sogar auch im Moment ein Pumpkin-Spice-Latte. Da seht ihr gerade, wie ich den umrühre, der Pumpkin-Spice war so unten drin, dieses Sirup. Und da habe ich das umgerührt und das war richtig, richtig geil. Ich wollte es eh schon immer mal probieren, wollte es eigentlich immer bei Starbucks probieren, aber das wäre immer ein bisschen teuer und deswegen habe ich den jetzt von Macs probiert. Ich glaube, ich werde irgendwann nochmal den von Starbucks probieren, um halt so einen Vergleich zu haben. Aber wie gesagt, das McSundae war auch schon mal richtig geil mit dieser Apfel-Zimt-Soße. Und dann natürlich der Pumpkin Spice Latte. Super weihnachtlich, super winterlich und richtig, richtig lecker. Da seht ihr den Milchschaum. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Milchschaum auch so feiert wie ich. Also wirklich, richtig, ich liebe das einfach mega.
Dinner hatte ich dann Lust auf was Süßes und habe mir so ein richtig weihnachtliches Porridge gemacht. Und zwar Zimtporridge mit Spekulatius-Keksen bestreut und Rosinen obendrauf, einen Apfel. Und das war auf jeden Fall die beste weihnachtliche Kombo, die man hätte essen können. Und das Rezept schreibe ich euch in die Infobox. Guckt auf jeden Fall mal nach, falls ihr dieses geile Porridge nachmachen wollt. Richtig lecker. Auch super filling und richtig, richtig lecker einfach für den Winter. Und richtig schönes Soul Food, um sich von innen richtig schön zu wärmen. Also wirklich super lecker. Große Empfehlung. Und wie gesagt, guckt gerne in die Infobox, falls ihr auch Lust auf sowas Leckeres habt. Rosinen könnt ihr natürlich optional auch wählen lassen. Das mögen ja nicht so viele, aber für mich die perfekte Kombi. So Leute, es ist Zeit, wie immer, für die letzte Mahlzeit des Tages. Und zwar für den ich habe was vergessen. Oh Mann, Leute. Bald ist es vorbei. Bald ist es vorbei. Genau, für die letzte Mahlzeit des Tages. Und zwar für den Night Snack. Und da habe ich wieder zwei richtig coole Sachen diesmal gefunden. Und zwar, wie gesagt, ich habe das schon in ganz vielen Videos gesagt, entweder man hasst Marzipan oder man liebt es. Wie gesagt, ich liebe es. Und deswegen musste ich dieses Jahr auch noch einmal Marzipankartoffeln essen. Und diesmal aber besondere, weil die mit Lebkuchengeschmack sind, Leute. Mit Lebkuchengeschmack. Das ist schon Premium, würde ich sagen. Das sind 125 Gramm und da werde ich die ganze Packung von essen, weil, Leute, Marzipan ist geil. Ich finde es geil. Lasst gerne ein Like da, falls ihr auch Marzipan-Fan seid. Und wenn nicht, dann lasst ihr auch einfach ein Like da. Also, hiervon gibt es auf jeden Fall die ganze Packung. Und dann habe ich Eis gefunden. Richtig cooles Eis. Und zwar stehe ich richtig auf so Eishörnchen. Also ich war immer so ein Hörnchen-Typ. Und deswegen habe ich jetzt hier das hier gefunden, Leute. Oh mein Gott. Wieder bei Aldi, weil Aldi regelt. Genau, das sind so Eishörnchen mit Zimt-Glühwein-Geschmack. Also da sind dann so Spekulatius-Krümel oben drauf, dann so eine Glühweinsoße irgendwie. Bin ich super gespannt, wie die schmecken. Davon gibt es auf jeden Fall auch eins. Und genau, da freue ich mich sehr drauf. Und dann natürlich, weil was wäre ein Abend ohne Tee? Ein Tee, und zwar wieder den ich im letzten Video auch schon gezeigt habe. Nicht den ich heute Morgen hatte, sondern wieder mein geliebter Spekulatius-Zimt-Tee. Der ist so lecker, Leute. Und genau, das ist mein Nightsnack für den Abend. Dazu gibt es noch ein bisschen Netflix. Und ich würde sagen, das ist wieder der perfekte Abschluss für einen perfekten Tag. Und ja, ich glaube, jetzt habt ihr genug Inspiration für Essen, für Weihnachtsessen und Sachen, die ihr unbedingt noch probieren müsst. Und wie immer würde ich mich jetzt auch schon persönlich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und ein Abo, damit ihr weitere Videos von mir nicht verpasst. Und wie immer wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao Leute, stay strong und tschüssi!